denke mir, frische Kräuter dürfen in keiner Küche fehlen. Jetzt zur Jahreszeit ist es ja optimal. Das heißt, ich habe eine riesen Auswahl, wenn ich einkaufen gehe an frischen Kräutern, möchte aber länger davon was haben. Deswegen so ein paar Ideen, Umgang, ein paar Tipps, worauf ich achten muss. Klar, bei dem Wetter stelle ich sie raus, lasse auf dem Balkon stehen. Jetzt habe ich aber keinen Balkon oder keinen Garten. Dann ist natürlich wichtig, ich brauche Licht und Wärme. Optimaler Platz hier ist die Fensterbank, aber bis zu einer gewissen Zeit, dann merke ich auch, die werden welk oder gehen ein. Worauf ich achten sollte, wenn ich jetzt Kräuter zu Hause auf der Fensterbank habe oder auch draußen auf dem Balkon, es darf auf gar keinen Fall eine Staunässe entstehen. Das bedeutet, ich brauche ein Gefäß, was meistens üblich ist, unten offen, dass das überflüssige Wasser ablaufen kann, zwar aufgefangen wird, nicht wegläuft, aber auch darauf achten, die Kräuter dürfen nicht zu trocken werden, auch immer mal gucken, zwischendurch ein bisschen gießen. Was ich dann wiederum überlegen würde, wenn ich die länger behalten möchte, dann muss ich so umtopfen. Umtopfen würde ich dann kein Kunststoffgefäß, sondern ich wandere hier rüber, einmal ein größeres Gefäß, weil meistens wächst der Wurzelballen schneller wie das Grün oben. Das heißt, ich brauche Platz und wieder Nährstoffe. Da kaufe ich mir eine Blumenerde und ein bisschen Substrat rein, bedeutet diese kleinen Kieselsteinchen. Und der Vorteil beim Terrakotta ist auch, das hält die Feuchtigkeit länger. Das heißt, ich muss nicht so oft gießen. Worauf ich dann wiederum achten muss, wenn die Pflanzen länger überleben sollen, die müssen zwischendurch auch mal ein bisschen gedüngt werden oder auch, wenn es wieder kühler wird oder ich sehe, die Pflanzen werden kleiner, bedeutet dann auch die Pflanzen zurückschneiden. Das kann man hier vorne schön sehen. Ich habe hier einen Salbei aus dem letzten Jahr. Den habe ich dann im Herbst zurückgeschnitten und man sieht jetzt schön, sobald es wieder wärmer wird, kommen die neuen Pflanzen von alleine. Hier habe ich aber dann auch wieder ein größeres Gefäß genommen. Der war am Anfang in so einem kleinen Gefäß gewesen und auch wieder schön gießen. Jetzt habe ich das zurückgeschnitten, habe Salbei über. Okay, Salbei ist jetzt auch schön zu trocknen, genauso wie hier drüben meine anderen mediterranen Kräuter. Hier ist wiederum wichtig, wenn ich die trockne, andersrum drehen, das bedeutet oben halt festbinden und dann in der Küche oder im trockenen Raum einfach trocknen lassen. Und so kann ich auch mit getrockneten Kräutern weiterarbeiten. Es lässt sich jetzt nicht alles trocknen. Hier haben wir ein schönes Beispiel, wie zum Beispiel Estragon. Den würde ich, um den haltbar zu machen oder länger was von zu haben von Aroma. Der wird eingelegt in Essig, gibt es aber auch fertig zu kaufen, aber kann ich genauso gut Essigflasche aufheben, Essig mit rein, neutraler Essig mit drauf. Dann habe ich länger was davon. Eine andere Möglichkeit wäre wiederum, mir solche kleinen Eiswürfelbehälter zu nehmen, optimal für den Basilikum. Das heißt, ich würde den Basilikum fein schneiden und als Eiswürfel in Eiswasser einfrieren und kann ihn dann so ohne Probleme in Suppen oder Soßen zum Würzen mit dazu machen oder auch einfach eine Flasche mit Öl nehmen. Da würde ich würzigere Sachen nehmen, wie zum Beispiel Rosmarin, Thymian und mache mir meine Gewürzöle gerne auch noch ein bisschen Knoblauch mit dazulegen. Und so kann ich halt dann die Kräuter, die ich zurückgeschnitten habe, immer weiter verwenden. Wenn die jetzt schön blühen und gedeihen, wird es auch irgendwann mal kommen, dass die anfangen zu blühen. Wenn das passieren soll, das sieht zwar schön aus, aber unbedingt die Blüten abschneiden. Die Pflanze möchte sich fortpflanzen, bedeutet, die steckt die ganze Energie und Kraft und den Geschmack in die Blüten rein. Das heißt, der Rosmarin schmeckt nicht mehr so stark nach Rosmarin, weil die ganze Kraft in der Blüte ist. Also Blüte abschneiden und dadurch kriege ich halt mehr Geschmack in den Rosmarin rein. Auch keine Angst vorm Schneiden, die kommen am nächsten Jahr wieder und blühen doppelt so stark. Also absolut kein Problem. Jetzt würde ich mal gerne so ein bisschen vorstellen, was ich hier habe. Ich habe hier drüben meine mediterrane Ecke. Das sind auch die Kräuter, die ich schön trocknen kann. Hier vorne mein Rosmarin. Jetzt bin ich da im Geschäft. Hier ist kein Schild mehr dran. Ich weiß nicht, was es ist, um was rauszubekommen. Einmal reinbeißen ist ein bisschen blöd. Einfach mal den Rosmarin abzuppeln und dann gehe ich zwischen den Finger und reibe den. So kommen die ätherischen Öle am besten raus. Und so kriege ich ja ungefähr eine Vorstellung, welche Richtung das geht oder was das ist. Bei dem Rosmarin ist ein typisches Gewürz aus der, wie sagt man, mediterranen Küche. Das ist auch die Gegend, wo der herkommt. Das heißt, der braucht es auch schön warm. Ist auch ein Gerät oder ein Kraut, wo ich überlegen kann, den kann ich auch draußen einpflanzen. Der kommt nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ratatouille-Gemüse oder für Fisch zum Würzen passt ja sehr gut, auch zum Fleisch, beim Grillen, für Steaks. Das gleiche ungefähr gilt hier vorne für den Thymian. Beim Thymian würde ich auch gucken, da würde ich mir so zwei, drei Sorten holen. Jetzt habe ich einen normalen Thymian. Was ich auch toll finde, ist ein Zitronenthymian. Ein tolles Gewürz für Salate, auch beim Fisch beim Braten, den mit dazu zu geben. Oder auch für mediterranes Gemüse, Kartoffeln, Rosmarinkartoffeln, Thymiankartoffeln, passt das hervorragend. Majoran oder auch Oregano gehört beides in die gleiche Familie, kennen wir meistens getrocknet. Ich finde ihn aber getrocknet nicht so lecker wie ein frisches Gewürz, passt hervorragend zu Tomaten, zu Soßen, typisches Pizzagewürz, was wir hier drüben haben. Auch mediterrane Küche hier drüben noch, mein Salbei vom letzten Jahr.
Beim Salbe habe ich persönlich Probleme, damit roh zu arbeiten. Das heißt, der schmeckt so ein bisschen nach Apotheke. Salbei sollte in der Küche unbedingt mit gebraten werden. Typisches Beispiel ist ein Saltimbocca. Das kennt man vielleicht, Kalbfleisch mit Schinken. In der Salbeibutter gebraten. Finde ich auch toll für Pasta. Eine Salbeibutter machen und darin dann die Nudeln so ein bisschen schwenken. Ich würde ihn auf jeden Fall in der Küche klein schneiden. Frittiert oder gebacken als Dekoration schmeckt der auch super. Klassiker in der Küche auf jeden Fall Schnittlauch und Petersilie. Beim Schnittlauch immer drauf achten, den habe ich jetzt nicht hier. Der muss unbedingt umgetopft werden, weil der Wurzelballen, das sieht man auch meistens, der braucht unheimlich viel Platz. Petersilie mag ich sehr gerne, das passt fast überall zu, als Dekoration, Kartoffeln, Salate mit dazu. Ich mag persönlich lieber die glatte Petersilie, die ist vom Aroma feiner und ich finde auch, lässt sich schöner dekorieren und anrichten, auch feiner verarbeiten, lässt sich einfacher schneiden wie die Krause. Jetzt habe ich hier vorne noch mein Basilikum. Wie gesagt, wenn da was über sein sollte, den würde ich einfrieren in den kleinen Paketchen. Beim Basilikum ist ein Klassiker, ich denke mal Salate, Tomate, Mozzarella, darf Basilikum auf gar keinen Fall fehlen. In dem Fall wird er ja roh gegessen. Ich würde Basilikum nicht tot kochen. Das heißt, immer wenn er verwandt wird, erst zum Schluss mit dazugeben, sonst verschwindet das Aroma zu schnell. Also erst kurz vorm Servieren mit in die Soße geben oder in die Pasta mit dazu. Meine beiden Lieblingsgewürze hier vorne, einmal Koriander. Koriander in größeren Mengen wird gar nicht verarbeitet, weil er sehr dominant im Geschmack ist. Deswegen bietet sich hier eine Pflanze wiederum an. Ist ein typisches Ding für asiatische Küche, sehr sparsam mit umgehen, also sehr würzig ist, was ich toll finde hier beim Umgang. Ich kann einmal die Blätter klein schneiden, aber kann nachher auch hergehen und kann die Stiele einfach verarbeiten wie Schnittlauch. Die Blätter würde ich in Soßen geben, die kleingeschnittenen Stiele, die würde ich in Salate mit dazugeben oder Gemüse zum Abschmecken. Hier vorne aus meinem eigenen Garten von zu Hause, da habe ich Bärlauch. Bärlauch verschwindet im Spätsommer von alleine und kommt im Frühjahr wieder. Was hier wichtig ist, der muss feucht und im schattigen Platz stehen, also wäre kein Ding, direkt in der Sonne auf der Fensterbank. Wenn ich den habe, meistens kommen so 3, 4, 5 Blätter raus, immer einen Platz stehen lassen. Das braucht die Pflanze, sonst würde die eingehen. Also nie alles abschneiden, es kann funktionieren, kann aber auch sein, dass das Ganze nachher eingeht. Hier drüben habe ich Sauerampfer und Rocola oder Ölrauke. Das sind für mich zwei typische Sachen, die ich gerne für Salate verwende. Bei dem Rocola auch eine schöne Sache, um ihn aufzuheben, wäre ein Pesto und Rocola-Öl machen. Das heißt, ich würde den klein schneiden. Ansonsten auch um Salaten noch ein Aroma, ein bisschen Pfiff zu geben, einfach mit dazugeben und schön klein schneiden, dass das Aroma besser rauskommt. Was ich hier vorne noch habe, ist Kerbel. Kerbel ist sehr labil, da muss ich auf der Fensterbank ein bisschen aufpassen. Sollte auf gar keinen Fall trocken werden. Ist für feinere Sachen gedacht. Das könnte jetzt bedeuten, auch im Salat abzuschmecken. Für Dressings, Vinaigrettes eignen sich hervorragend. Oder auch, was ich wunderschön finde, ist als Dekoration. Was ich toll finde beim Kerbel, wenn da nicht genug Wasser dran ist, sehe ich das sofort. Der lässt sofort die Blätter hängen. Das gleiche gilt auch hier drüben für den Basilikum. Was ich hier auch noch habe, ist Minze, Melisse oder solche Sachen. Das ist für mich ein Ding, was ich gerne nehme für Cocktails. Wo es auch super passt, ist eine Süßspeise, das heißt zum Dekorieren von Desserts oder auch jetzt im Sommer zum Abschmecken von Obstsalaten, um dir noch so die frische Note zu geben. Auch eine schöne Sache, wo ich überlegen könnte, Sommerzeit, Fensterbank passt, zurückschneiden im Herbst oder auch im Garten einpflanzen. Hier ist wiederum wichtig, komplett abschneiden das Ganze. Die restliche Minze würde ich mir auch einfrieren. Oder halt direkt verwenden, ist auch pflegeleicht, verdoppelt sich im nächsten Jahr und kommt auf jeden Fall wieder. Jetzt denke ich mal, das habe ich Ihnen so einiges über frische Kräuter und den Umgang erzählt. Das heißt, da kann diesen Sommer nichts mehr schief gehen. Ich hoffe, die Pflanzen überwintern auch bei Ihnen und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihren frischen Kräutern.